einfach cool. Heckspoiler drauf. Ja, Karosserie kann man streiten. Bei dem Outcast 4S. Große Stollenreifen hier. Karosserie. Naja, wie gesagt, kann man drüber streiten. Hinten hier Überrollbügel. Spoiler auf der Hinterachse. Einzelradaufhängung. Hier Dämpfer. Ganz simpel. Einfach hier Vorspannung kann geändert werden durch Klipser. Nichts mit Schrauben. Alles Kunststoff. Antriebswellen aus Kunststoff. Eine sogenannten Teleskop-Kardanwellen. Rechts-links Gewindestangen zum Einstellen für einen Sturz und hier für die Spur. C-Hub-Aufhängung an der Vorderachse. Hier nochmal eine Metallplatte, die beim Frontcrash die Vorderachse nochmal schützt. Also beziehungsweise hier, wenn ihr hier einschlagt, das hier einschlägt, damit ihr hier nicht gleich das Getriebegehäuse auseinanderreißt. Und hier eine stabile Kunststoffdämpferbrücke. Hier so eine Aluminiumstange, damit es hier nicht verbiegt oder auseinander geht. Also stabile Verbindung vom hinteren Getriebe zum vorderen. Komplett schon mit Servo, Motor, Fahrregler ausgestattet. Und hier als Schutz, hier damit nicht rein kann, hier schön abgedichtet an der Vorderachse und an den Seiten. Und da ist auch genug Platz zum Einlenken. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Hier ist Platz für den 4S-Akku. Schnellwechselhalterung, also hier mit Klettband. So, hier die Antriebswelle. Ja, hier seht ihr, das ist hier. Ja, Hinterachse, auch ganz einfache Stoßdämpfer aus Kunststoff. Hier einstellbar nur mit den Klipsen. Rechts-links Gewindestangen zum Einstellen von Sturz. Und hier auch diese Kunststoff, Antriebsteleskop, Antriebswellen. Hier nochmal zur Versteifung hier vom Chassis, so ein Wabendesign. Dann hier der Spoiler und die Wheelbar, dass wenn das Fahrzeug so macht, dass das auch wirklich dann aufliegt und dass er nicht den Spoiler beschädigt dabei. So, und von unten sieht das gute Stück so aus. Schrauben versenkt. So, das war mal kurz der Outcast. Der ist auch hier aus dem Baukasten. Ja, und wem das nicht reicht, der kann sich auch die 6 den 1:8er in der 6S-Version kaufen.